Ich mache vielleicht so einen kleinen Rahmeneinstieg in, was ist überhaupt die Situation der Krise und der möglichen Proteste oder die Frage, woran hakt es denn auf unterschiedliche Weise in Deutschland und auch in den anderen Ländern, in denen zwar viel Protest ist, aber die Frage sozusagen, gibt es auch Erfolge dieser Proteste, sagen ja noch zumindest im Moment recht offen ist. Im Moment ist es zu laut, ich habe einen ziemlichen Hall drin, aber vielleicht ist es nur für mich unangenehm. Ja, ist gut. Ist okay? Im Moment genügt ja ein Blick in die Zeitungen, um zu sehen, dass in Europa sozusagen die Krisenpolitik zurzeit sehr stark von der deutschen Regierung gemacht und diktiert wird. Auf eine, wenn man jetzt auf die letzten 3 Jahre zurückblickt, recht beeindruckende ideologiepolitische Tour ist es gelungen, sagen die Ursachen der Krisen, die im finanzgetriebenen Kapitalismus, im Neoliberalismus liegen, sozusagen im öffentlichen Bewusstsein an der Peripherie von Europa zu verorten. Also in der öffentlichen Diskussion klingt es ja sehr viel mehr so, dass die Krise durch die sagen, unbescheidenen Griechen oder die schlechte Haushaltsführung aus Portugal verursacht wird, als sozusagen durch die kapitalismus-spezifischen Gründe, die da hineingeführt haben und auch der Bailout, der den Banken zugekommen ist. Diese Rolle, die Deutschland im Moment spielt, ist dadurch möglich geworden, dass sozusagen sie durch ein scheinbar ökonomisch erfolgreiches Modell gestärkt wird. Das, was allgemein als Exportmodell benannt wird, also sozusagen der wirtschaftliche Erfolg, der durch der wirtschaftliche Erfolg basiert darauf, dass die Exportzahlen aus Deutschland weiterhin sehr erfolgreich sind. Und dieses Erfolgsmodell wiederum kann sich zunutze machen, was sagen, mit der rot-grünen Regierung sehr stark begonnen worden ist, also eine Strategie von Niedriglohn und Prekarisierung, die insgesamt sozusagen die Produktionskosten in Deutschland sehr stark gesenkt haben. Ich sage das deshalb nochmal sehr spezifisch, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass in Krisenprotesten, wo ich ja auch persönlich sozusagen mich viel engagiere, wir in unseren eigenen Diskussionen oft noch gar nicht richtig mitreflektieren, dass Deutschland kein Hochlohnland ist, sozusagen, sondern dass die Strategie der deutschen Regierung aus den letzten 10 Jahren oder die deutsche Arbeitsmarktpolitik dazu geführt hat, dass die Lohnstückkosten, also das, was sozusagen zum Produzieren eines einzelnen Stücks an Kosten anfällt, vor 10 Jahren die höchsten in Europa waren und inzwischen zu den niedrigsten in Europa gehören. Das heißt sozusagen, das, woran wir auch immer denken, wenn wir denken, ja, hier verdienen die Leute gut, sozusagen, das sind sehr wenige Leute und sehr viele Leute über Prekarisierung, Agenda 2010, Leiharbeit, über das Auslagern von Dienstleistungen, über das Beenden sozusagen öffentlicher Dienstleistungen und Privatisierung, sind die Löhne in diesem Durchschnitt eben sehr, sehr stark gedrückt worden. Und darauf basiert der Exporterfolg der deutschen Wirtschaft. Das, glaube ich, ist wichtig, um eine Perspektive zu entwickeln, was man alles thematisieren muss, wenn man sich sozusagen gegen diese erfolgreiche, in Anführungsstrichen, deutsche Politik wenden möchte. Diese Politik der Prekarisierung hat sozusagen die Spaltung zwischen den Beschäftigten verstärkt, also Facharbeiter einerseits und andererseits eben Zuliefererbetriebe, Dienstleister und Leiharbeiter. Und hat sozusagen den Protest gegen diese Art von Politik sozusagen schon unter der rot-grünen Regierung ja sehr erschwert. Wir erinnern uns, dass die Agenda 2010 ja von den Gewerkschaftsführungen mitgetragen worden ist, oft gegen die eigene Basis. Aber dennoch war es sozusagen in der Zeit ja nicht erfolgreich, ein Bündnis zu schaffen zwischen prekarisierten Beschäftigten, Erwerbslosen und den großen Gewerkschaften sozusagen, sondern die Proteste sind sehr stark von unten sozusagen durchgesetzt worden, auch zu einer sehr beeindruckenden Größe geraten, aber diejenigen, die sozusagen sehr viel mehr Verhandlungsmacht hätten reinbringen können, diese Proteste, haben sich dem nicht angeschlossen. Ähnliche Prozesse gab es in anderen europäischen Ländern, bei denen sozusagen eine Besonderheit noch stärker in den Vordergrund getreten ist, nämlich dass
so wie die Sozialdemokratie zum Neoliberalismus übergestiegen ist, sozusagen es vielfach rechten Parteien gelungen ist, sich jetzt als neue Vertreter der arbeitenden Bevölkerung, der guten alten Arbeit sozusagen darzustellen und zu mobilisieren gegen die Globalisierung in Form von oder in Gestalt der Migranten vor Ort. Das heißt, in vielen Ländern gab es auch eine parteipolitische Verfasstheit sozusagen der Verbindung von Antiglobalisierung und Rassismus. In Deutschland hat sich das parteipolitisch sozusagen nicht so stark verdichtet, aber diese Diskurslinie sozusagen ist immer eine, die auch Probleme macht sozusagen in dieser Bewegung. Diese Spaltung, die ich jetzt da nur kurz angerissen habe, bezogen auf die Proteste um die Agenda 2010, wiederholen sich oder sozusagen wirken bis heute nach, würde ich sagen. Es ist in den Krisenprotesten in Deutschland 2009 und 2010 eben zum Beispiel nicht gelungen, wirklich ein Bündnis mit den Kerngewerkschaften oder den Gewerkschaften, die sich als Vertreter der Kernbelegschaften verstehen, einzugehen, weil die, vor allem die IG Metall, sehr stark eben eingebunden war in das Krisenmanagement, in die Verhandlungen um Abwrackprämie und Kurzarbeitergeld und sozusagen sich ein bisschen fühlen konnten, als ob eine neue Form des Kooperatismus wieder aufgelegt worden ist. Und auf der anderen Seite eben die, sozusagen stehen einerseits die Enttäuschung auf Seiten der Prekarisierten und Erwerbslosen, die von den alten Niederlagen noch getragen und von den neuen, nicht solidarischen Formen in der Krisenpolitik der Gewerkschaften sozusagen neu enttäuscht worden sind. Und schließlich, finde ich, aber muss man auch sehen, dass in den Krisenprotesten in diesen beiden Jahren es auch Schwächen auf der radikalen Linken gab, dass sozusagen der Diskurs, ist Kapitalismus nicht immer Krise, bisher zumindest nicht dazu geführt hat, dass sozusagen der Kampf um diese bestimmte Krisenbearbeitung wirklich dazu geführt hat, dass die deutlich kapitalismuskritischen Strukturen und Gruppen und Organisationen sich sozusagen da reingeworfen hätten in diese Proteste. Also jetzt mit Ausnahmen natürlich, aber ich finde so als Strömungsdiskussion ist das schon auch ein Problem der Bündnisbildung, die es in den letzten Jahren gab. In diesen Protesten ist es im Großen und Ganzen nicht gelungen, sozusagen eine Verbindung herzustellen von radikalen Forderungen, die sozusagen auch verschiedene Aspekte der Krise und die globalen Aspekte der Krise zusammenbringen und damit eine gesellschaftliche Veränderung, Transformation sozusagen fordern, also eine gesamtgesellschaftliche Perspektive aufmachen, die jenseits des Kapitalismus irgendwo einen Horizont hat und diese Perspektive sozusagen zu verbinden mit Forderungen der kurz- und mittelfristigen Verbesserung für die Leute, die eben die Interessen auch aufgreifen, die jetzt sehr stark gebunden werden in der deutschen Regierungspolitik. Insgesamt kann man sagen, dass sozusagen die Vorstellung, die sehr stark produziert wird, dass sich das deutsche Erfolgsmodell sozusagen verallgemeinern ließe, dass das grundsätzlich nicht möglich ist, also zumindest nicht so, wie das sozusagen in der Diskussion vorangetrieben wird. Aus zwei Gründen mindestens. Einmal basiert das Modell sozusagen auf dem Exportfortsprung, also dass Deutschland eins der wenigen Länder ist, die eben diese Exportorientierung erfolgreich durchsetzen kann, hängt daran, dass es eben andere nicht können. Wenn alle Länder auf Exportorientierung setzen, dann ist niemand mehr da, der die Waren kauft. Und der sozusagen Extra-Profit-Fortschritt, den Deutschland aufgrund der Niedriglohnpolitik hat, der würde dann wegfallen. Genau, Entschuldigung. Und ich glaube, was auch wichtig ist, ist, wenn man sieht, dass sich das nicht verallgemeinern lässt, dann geht es nicht darum, sozusagen tatsächlich für alle ein ökonomisch erfolgreiches Modell zu entwickeln. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht so überraschend, dass das nicht wirklich das Ziel ist, sondern es geht darum, dass die deutsche Politik zentraler Bestandteil dessen ist, eine Neujustierung des Verhältnisses von Kapital und Arbeit herzustellen, also eine Neujustierung dessen, was die Leute denn fordern können, was sie erwarten können von der Gesellschaft sozusagen in Austausch für ihre Arbeit oder für andere Formen. Also es, sozusagen die Frage, was für Lohnniveaus zu erwarten sind, aber auch was der sogenannte soziale Lohn ist, also was die öffentlichen Dienstleistungen betrifft, die Lebensqualität sehr stark mitbestimmen. Diese Kürzungen von Löhnen und von Teilen des sozialen Lohns haben in vielen Ländern zu starken Protesten geführt, sehr plötzlich zum Teil.
wie ihr ja alle wisst, mit unterschiedlichen Formen, mit und ohne zivilem Ungehorsam, mit Massendemonstrationen und politischen Streiks, zum Teil ohne. Ich glaube, wichtig für die Einschätzung der Erfolgsperspektiven ist, sich sozusagen in aller Klarheit vor Augen zu führen, dass keine dieser Protestformen Erfolg hatte bisher. Also dass sozusagen die Kräfteverhältnisse auf eine Art und Weise angeordnet sind, dass es in vielen Ländern möglich ist, Massenproteste und Massenblockaden und Massenarbeitsverweigerungen einfach zu ignorieren und mit der Politik sozusagen, die demokratisch unlegitimiert ist, weiterzumachen. Das glaube ich, also soll jetzt keine Entmutigung sein, aber ich glaube, von hier aus müsste man überlegen, was sind denn die Anforderungen an neue Proteste, an neue Bündnisse, wie kann man sozusagen Bündnisse quer zu den Einbindungsstrategien schaffen, die eben bedeuten würden, dass man verbinden muss ein Angreifen dieser Niedriglohnstrategie, ein Zurückweisen der Schuldenthematik und in gewisser Weise auch ein Überwinden von symbolischer Politik. Also zum Beispiel in Deutschland würde das heißen, ein Bündnis zu schaffen zwischen den ja jetzt anstehenden Tarifauseinandersetzungen bei Verdi und IG Metall mit der Thematisierung der deutschen Rolle in Europa und einer Perspektive, und einer Perspektive, die sozusagen den Zusammenhang zwischen deutscher Außenpolitik und deutscher Innenpolitik, also sozusagen Niedriglohnstrategie und dem, was man sozusagen als imperiale Politikform in Europa bezeichnen könnte, sozusagen nach vorne zu stellen. Also das, was die deutsche Politik im Ausland macht, ist sehr stark sozusagen die Verallgemeinerung der Agenda 2010 auf einen europäischen Politikraum, und das kann sozusagen so auch benannt und angegriffen werden und dadurch Bündnisse schaffen mit den Deutschen, mit Leuten, die in Deutschland sozusagen Politik gegen diese Art von Zumutung machen. Punkt. Vielen Dank. Anna, du bist ja auch jetzt mit der IL in den Krisenbündnissen drin. Jetzt haben wir gerade gehört, das Krisenbündnis in den letzten Jahren ist aus bestimmten Gründen, die Christina Kurz angesprochen hat, gescheitert. Kräfteverhältnisse sind schwierig. Die Interessen, der Alltagsverstand ist durch eine erfolgreiche Krisenpolitik von Merkel und Co. doch so, dass in großen Teilen zwar quasi dauerhaft Krise ist, noch bevor die Finanzkrise zugeschlagen hatte, ja, aber Leute mehr oder weniger daran gewöhnt sind, oft sozusagen fatalistisch wurden, angesichts ja schon vor langem gescheiterten Protesten der Prekären, der Montagsdemos und so weiter. Vor so einer Situation, wo die Einbindung, wie Christina es genannt hat, noch funktioniert, wo eben nicht große Massenarbeitslosigkeit entstanden ist, keine heftigen Sozialkürzungen gegen Griechenland oder Spanien oder sonst wo, wie wollt ihr sozusagen in den jetzt anstehenden Krisenprotesten da so versuchen, einen Anschluss an die Alltagsinteressen derjenigen, die gefälligst ja auf die Straße gehen sollen, herzustellen, wenn man bedenkt, dass quasi jetzt im Fernsehen wir dauernd sozusagen so eine Krimiserie über die nächsten Finanzrettungspläne und wieder ein und jeden Tag kommt was Neues, ne? Das beschäftigt ja auch die Leute und vernebelt ja unsere Hirne. Was also ist die Perspektive der Krisenproteste und welche Rolle und welches Verständnis auch von Ungehorsam spielt dabei eine Rolle? Okay, ja, also erstmal vielleicht ein Satz zu interventionistische Linke und ziviler Ungehorsam, den ich unbedingt noch ganz gerne hier loswerden möchte. Ich würde ja sagen, dass unsere Debatten innerhalb der interventionistischen Linken zu zivilen Ungehorsam ganz stark konstitutiv für den Organisierungsprozess der interventionistischen Linken sind. Also mit G8 in Heiligendamm fing das an, mit Straßburg, dem NATO-Gipfel, Castor-Schottern, Dresden und auch viele andere Städte, wo versucht wurde, Konzepte des zivilen Ungehorsams auf die Straße zu bringen und damit auch so ein bisschen einen neuen Politikmodi vielleicht aus unseren Erfahrungen aus autonomen, postautonomen Organisierung, bevor wir in der IL zusammengekommen sind. Und nun ist es ja so, dass wir uns hier in einer privilegierten Position in der BRD befinden, in dieser Krise, wie es ja auch deutlich geworden ist.
Und im Prinzip leben wir, oder geht das ja auf Kosten quasi der Menschen in der Peripherie Europas. Und trotz alledem denke ich, dass man auch so ein bisschen benennen muss, das, was Christina auch gesagt hat, also der Niedriglohnsektor, also der Zurückgang von der Lohnquote und sowas, das sind ja alles Sachen, soziale Verschärfung, Hartz IV, die sich hier in der BRD auch schon vor vielen Jahren quasi durchgesetzt haben und da radikale soziale Einschnitte quasi durchgesetzt wurden. Und so ein bisschen muss man, glaube ich, auch mit dem Mythos aufräumen, dass die Krise hier nicht da sei oder dass es hier nicht auch irgendwie schon Verschärfungen gäbe. Also die Krise trifft natürlich auch hier Menschen in der BRD, also in prekären Arbeitsverhältnissen oder kurzes Stichwort alleinerziehende Mütter in atypischen Arbeitsverhältnissen. Natürlich schlägt da die Krise auch hier in der BRD schon zu. Oder schauen wir uns Migrantinnen an, die in Sektoren, in entrechteten Arbeitsverhältnissen und so weiter arbeiten. Das Ganze spitzt sich natürlich auch zu. Trotz alledem ist es natürlich so, dass auch so auf so einer gefühlten Ebene, auf einer Ebene von Alltagsverständnis und Alltagsbewusstsein, die Krise natürlich nicht so spürbar ist wie in der Peripherie Europas. Und wir wollen ja jetzt auch nicht unbedingt solchen Verelendungstheorien folgen, sodass ja, es erst dann zum großen revolutionären Umbruch kommt, wenn es allen irgendwie total scheiße geht und sie irgendwie genau nicht mehr da rauskommen. Deswegen ist das jetzt auch für uns eine Herausforderung, würde ich denken, als interventionistische Linke, weil im Normalfall gehen wir in gesellschaftliche Auseinandersetzungen, indem wir halt irgendwie auch so ein bisschen analysieren, wo gibt es gesellschaftliche Konflikte, wo gibt es Dynamiken, wo wir auch reingehen können, vielleicht noch weiter Konflikte zuspitzen können und so weiter. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so der Ausgangspunkt gerade. Der Ausgangspunkt für uns als IL war jetzt schon, dass wir den Aktivistinnen und Genossinnen im Ausland tatsächlich den Rücken stärken müssen. Wir befinden uns hier im Herzen der Bestie und als quasi Linke, radikale Linke in der BRD muss was passieren, hier aus der BRD, weil das Ganze, wie auch schon durch Christinas Input klar geworden ist, ist jetzt keine rein nationalstaatliche Krise und in diesem Sinne sollte es natürlich auch eine progressive Antwort irgendwie von links geben, wenn wir quasi sowas wie ein Europa von unten fordern oder für ein Europa von unten einstehen. Wir haben es da natürlich mit einem besonders schweren ideologischen Kampf hier irgendwie in der BRD zu tun, so wie du das gerade auch schon deutlich gemacht hast. Und trotz alledem müssen wir halt irgendwie gucken, wie wir diese Krisenregulierung, die massiv demokratische Entscheidungsfindung oder Grundsätze gerade untergräbt, zu delegitimieren. Und vor allem sollte es doch die Aufgabe sein, auch einer Linken in der BRD vor allem mit diesen rassistischen Verklärungen auch der Krise aufzuräumen. Also Stichwort Pleite kriechen, mediterranes Lotterleben und so weiter und so fort. Da ist es, glaube ich, Aufgabe, ganz klassisch auch so Bildungs- und Aufklärungsarbeit zu leisten. Beispielsweise auch die Bild-Zeitung oder andere Akteure, die da ganz stark dabei sind, irgendwie auch anzugreifen. Das, denke ich, sollte schon irgendwie auch ein Thema sein für uns hier. Und jetzt aus unserer Perspektive von der IL würde ich sagen, also um einen Gegenschlag zu versuchen oder um in diesen Hegemoniekampf auch einzutreten und vielleicht auch wieder sowas wie eine öffentliche und wirksame Akteurin zu werden, brauchen wir natürlich die Basis. Also wir können jetzt nicht einfach irgendwie so ein Event kreieren da in Frankfurt und meinen, wir machen Rambazamba und nachher stehen die üblichen Verdächtigen da. Das ist ja nun auch nicht unser Anspruch, wo wir wollen ja jetzt auch keine reine Szenepolitik machen, sondern ja auch vor allem darüber hinaus. In diesem Sinne, denke ich, müssen wir erstmal da anknüpfen, wo wir stehen. Das heißt, auch bei den Kämpfen, die wir ja auch führen. Also wir führen zum Beispiel Kämpfe rund um Energieversorgung, um Wohnraum, also in Mietkämpfen. Wir sind in queerfeministischen Auseinandersetzungen drin, in Studierendenprotesten. Und diese müssen wir halt, diese Kämpfe, die wir lokal führen, denke ich, sollten wir halt irgendwie bündeln. Wir sollten gucken, was gibt es da vielleicht auch für Synergieeffekte, um uns auch erstmal da einzusammeln, wo wir eigentlich gerade selber stehen, weil es ist nicht so, dass wir gerade nicht irgendwie in Auseinandersetzung stehen würden. Und natürlich muss es halt aber auch weitergehen. Es muss irgendwie weitergehende lokale Bündnisse, regionale Netzwerke geben. Wir müssen es hinkriegen, auch mit den gewerkschaftlichen Organisationen und Gewerkschaften mehr ins Gespräch zu kommen und da auch zu versuchen, was zu schaffen, was über Parolen oder eine Zeile in einem Flugblatt hinausgeht.
Und müssen es halt einfach wagen. Ich denke, also eine Genossin hat mal gesagt, also objektiv ist es einfach richtig, jetzt was tun zu müssen. Und ich denke, das ist irgendwie auch so ein bisschen die Ansage. Das Gefühl haben sicher viele. Jetzt frage ich mal Advocatus Diaboli-mäßig, aber ist das eigentlich realistisch, wenn man dann proklamiert, wir machen Frankfurt dicht? Enttäuscht man dann nicht eher diejenigen, die dann sagen, ja, eigentlich müssten wir, aber ich meine, das sind so Ziele, also das schaffen wir doch sowieso nicht, oder bleibe ich doch genau da mit meiner Erfahrung der letzten Jahre, dass wir das nicht hinbekommen, oder ist gerade der Ungehorsam, der jetzt da sozusagen ja auch von eurer Seite immer wieder gepusht wird, eine Idee zumindest, würde ich sagen, gar nicht mal ein Mittel, um dann zu sagen, okay, das ist was anderes als die übrigen Large-Demos? Ja, also ich glaube, genau, also wir brauchen ganz dringend was anderes als die übliche Large-Demo und so. Und wir sind auch in unseren Diskussionen drinne, auch zu überlegen, wir brauchen auch irgendwie andere Aktionsformen. Da sind wir, manchmal kommen wir da vielleicht auch so ein bisschen weiter, aber manchmal hakt es auch, weil natürlich muss man auch eingestehen, unsere Auseinandersetzung, die wir jetzt schon seit vielen Jahren führen um zivilen Ungehorsam, ist eine Sache, haben wir noch nicht geschafft, nämlich sowas wie einen zivilen Ungehorsam kollektiv auch im Alltag zu organisieren, also fernab von den Events, die wir halt ziemlich gut rocken, würde ich sagen. Also da können wir schon einiges, aber was so eine tatsächlich auch alltägliche Organisierung von zivilen Ungehorsam, also an der Basis angeht, da gibt es noch einiges zu tun. Aber ich denke, dass da tatsächlich Potenzial liegt, gerade durch öffentliche Ankündigungen, auch durch den Faktor der Selbstermächtigung der Aktivistinnen, der Subjekte, halt durch diese Aktionstrainings, die wir machen und so weiter, liegt da doch Potenzial, vielleicht auch durch unsere punktuelle Zusammenarbeit in Bündnissen mit Gewerkschaften, mit ATTAC, mit vielleicht auch NGOs und so weiter und so fort, was schaffen zu können. Und ich denke, dass unsere letzten Projekte, Stichwort Georg Büchner, also der Versuch letztes Jahr in Frankfurt was zu blockieren, auch daran gescheitert ist, weil es tatsächlich zu wenig gesellschaftliche Dynamik gab. Ich glaube, da ist jetzt im letzten Jahr schon ganz schön was in Schwung gekommen. 2011 ist enorm viel passiert. Wir sind ja gar nicht alle hinterhergekommen, das auch immer alles so zu verarbeiten, was global passiert ist in dieser Krise. Und es bewegt sich so viel an den Rändern Europas. Und auch, dass die Occupy-Bewegung in der BRD angekommen ist, ist ein Zeichen dafür, dass irgendwie auch die Krise da ist. Und ich finde, man muss gucken, was man daraus macht und was man auch für neue Aktionsformen findet, wie man Kräfte bündeln kann. Wir haben eine fette Aktionskonferenz geplant vom 24. bis 26. Februar in Frankfurt, wo alle eingeladen sind hier und natürlich auch Aktivistinnen und Genossinnen aus dem europäischen Ausland und natürlich auch gern darüber hinaus, um genau darüber zu beraten, was haben wir für Kapazitäten, was haben wir für Möglichkeiten, was haben wir auch für kreative Ideen, um an punktuell also kleine Zeichen von Gegenmacht zu setzen und zu zeigen, dass wir am Start sind. Und die Idee von Frankfurt ist ja tatsächlich auch soll ein Ausgangspunkt sein für kontinuierliche Kämpfe in dieser Krise. Christina, ganz kurz, das letzte Mal war ja der Knackpunkt ein bisschen auch mit den Gewerkschaften. Wir hatten Ringo gestern hier von Verdi, der, finde ich, sehr schön dargestellt hat, was er sich wünschen würde. Mal gucken, wie es Realität wird. Wie steht es denn diesmal? Also ich glaube, es steht, bisher zumindest sieht es nicht so aus, als ob es so wahnsinnig gut stehen würde. Allerdings glaube ich, dass man schon damit rechnen kann, dass in den Tarifverhandlungen, die jetzt kommen, sowohl sozusagen zumindest die Tarifgegner von IG Metall, aber natürlich auch von Verdi, werden Themen der Krise ganz zentral als Argumente benennen. Also warum die Löhne nicht steigen können, wird mit Sicherheit Gesamtmetall sagen, weil die Exportstrategie nur erfolgreich ist wegen der niedrigen Löhne und nicht sozusagen, weil wir jetzt mal alle daran teilhaben können und die Löhne steigen können wieder. Auch im Bereich von Verdis Tarifen wird sicherlich die kommunale und allgemeine Schuldenbremse, die Ausgabensperre werden sozusagen zum Thema werden. Das heißt, es gibt da eine Auseinandersetzung um diese Themen von Schulden und Krise, die aber mit Sicherheit, würde ich sagen, oder mit großer Wahrscheinlichkeit auf den höheren Ebenen der Gewerkschaften nicht politisch aufgegriffen werden. Aber das heißt ja nicht, dass man sie nicht politisieren kann. Und es gibt nach wie vor sozusagen ja die Bündnispartner, die man hat sozusagen, also die linkeren Leute in den Gewerkschaften. Aber auf der anderen Seite wird natürlich auch die Frage sein,
könnte es uns als Bewegung sozusagen gelingen, diese Politisierung in den Auseinandersetzungen mit voranzutreiben und zu erzwingen, dass diese Themen eben nicht nur von der Gegenseite aufgebracht werden, sondern dass wir sie sozusagen stark machen darin. Dankeschön. Margarita, Griechenland hat ja eine lange Tradition von zum Teil sehr militanten Auseinandersetzungen, von den Anarchisten bis zu den Gewerkschaften, würde ich sagen, und darüber hinaus sogar eine relativ starke parlamentarische Linke, aber die letzten Jahrzehnte extrem zerstritten. Ich habe selten erlebt, dass da mal was zusammenkommt. Hat das mit den von Tahrir Square, von den Ignados sozusagen übernommene Treffen auf dem Syptagma, was dazu beigetragen, dass da sowas wie zumindest Ansatzpunkte, Berührungspunkte einer neuen Linken entstehen? Man muss sagen, Syntagma war viel mehr als die Linke. Ne? Es war eine Bewegung, die nicht aus der Linken kam und auf die sich die Linke einstellen musste, und das war auch sehr gut so. Es war eine Bewegung, die Neues gebracht hat, und es war eine Bewegung, die von der Linken gefordert hat, Einheit. Das ist genau das, zu sagen, ihr könnt nicht mehr in eurer, wir sagen, Kleinunternehmen, Organisationen, Logik denken, das heißt, wie viele Mitglieder habe ich, wie viele Abgeordnete, ihr müsst jetzt mit uns hier zusammengeschlossen sein. Und das war ein Druck, was von den Leuten selber kam, den sogar auch die KKÖ, also die Kommunistische Partei, gespürt hat. Wenn man von parlamentarischer Linke spricht, spricht man ja von der Kommunistischen Partei, eine sehr, hier kann ich es ja offen sagen, stalinistische Partei. Und dann Syriza, ja, dieses Konglomerat von verschiedenen linken Bewegungen. Und die Kommunistische Partei ist da sozusagen am sektiererischsten und hat auch versucht, extra ihre Mitglieder immer wieder nicht am Syntagma-Platz teilnehmen zu lassen, was ja sehr oft auch nicht gelungen ist, ja, weil die Leute doch auf den Syntagma-Platz wollten. Und weil die Leute auch gefordert haben, die KKÖ musste durch den Syntagma-Platz zum Beispiel marschieren, auch wenn sie es lange nicht machen wollte, auf Druck ihrer Mitglieder. Diese Einheit wurde gemacht konkret auf dem Platz, erstmal. Das finde ich auch wichtig. Das heißt, es ist nicht eine Einheit gewesen von, wir haben uns jetzt alle als Organisationen getroffen und einen gemeinsamen Strategieplan gemacht, sondern meine Erfahrung aus zum Beispiel der Multimedia-Gruppe, in der ich 10 Tage war auf dem Syntagma-Platz, ist, dass ich dort zusammengearbeitet habe mit der Alpha Kappa, der größten anarchistischen Organisation Griechenlands, nicht zusammengearbeitet habe mit der Alpha Kappa. Ich habe mit Leuten zusammengearbeitet von der Alpha Kappa. Ja, und ich habe mit Leuten zusammengearbeitet, gleichzeitig von der Jugend des Synaspismos, von der Jugend der Partei, und gleichzeitig mit irgendwelchen total nicht organisierten Leuten und mit Diktio-Leuten. Ja? Das heißt, auf persönlicher Ebene haben wir angefangen, miteinander zu arbeiten auf dem Syntagma-Platz. Und das war total wichtig. Und warum ist das entstanden? Und deswegen, ich würde dir gerne auch einen Punkt machen zu dem ganzen Krisending in Deutschland. Warum ist das entstanden? Weil interessanterweise die Leute auf dem Syntagma-Platz durchgesetzt hatten, dass wir ohne Fahnen auf dem Syntagma-Platz auftreten, dass keiner mit seinem Label dort auftritt und dass alle sozusagen nackt dort auftreten. Das kann man kritisieren, aber für die griechische sozusagen Situation, wo die Linke schon sehr verkrustet in ihren Strukturen war, war erstmal diese Tatsache, dass wir nicht alle die ganze Zeit mit unseren Labels und aus unseren Labels heraus agieren, fortschrittlich. Und ich will damit sagen, ich glaube, dass diese Bewegungen, auch Occupy in Deutschland, einiges uns zu sagen haben. Ja, sonst hätten sie nicht, auch in Griechenland sowieso und auch in Deutschland, finde ich, uns von links überholt, was das Artikulieren einer Empörung gegenüber der Krise betrifft. Also da will ich vielleicht gleich nochmal, ich wollte einmal sagen, auf organisatorischer Ebene ist es jetzt gerade so, also das war jetzt sozusagen die Mischung von Leuten auf dem Syntagma-Platz, auf organisatorischer Ebene ist es in Griechenland gerade so, dass sich die Leute wieder treffen, also letzte Woche gab es ein Treffen vom Alavanos, also von einem Teil, von den verschiedenen Teilen von Syriza und den Teilen von Syriza, die aus Syriza ausgetreten sind, Adarsia, POTS, trotzkistische Gruppen, autonome Gruppen, und kommunistische Gruppen, die sich zusammenstellen und versuchen, eine Einheitsfront zu machen. Diese Einheitsfront braucht Griechenland, aber sie braucht noch Zeit. Also
wir sind dort in einer Situation, wo die Sachen sich verändern und reifer werden und sich bewegen, aber das braucht Zeit. Ja, und genauso ist es auf parlamentarischer Ebene und das finde ich wichtig zu sagen, das haben wir nicht geschafft oder das wird nicht geschafft. Im Moment ist in den Umfragen die KUKUE auf 13%, Syriza auf 13% und die neue linke Partei auf 15%. Wenn man das zusammenzählen würde, ja, könnte man in den Wahlen ohne Probleme gewinnen. Ja, und eine Allende-Regierung im Grunde aufstellen. Ja. Aber das kommt in den Wahlen auf parlamentarischer Ebene erstmal nicht zusammen. Also du könntest Nea Dimokratia, die gerade 24% hat, und die Sozialdemokratie hat ja 11% gerade in Griechenland in den letzten Umfragen, du könntest diese Leute schlagen, auch parlamentarisch. Aber das findet im Moment noch nicht statt. Das wäre ja schon mal eine interessante Verbindung. Das höre ich zum ersten Mal, ehrlich gesagt. Das ist sowas wie eine Strategiedebatte gibt, sozusagen sich auch auf die parlamentarische Ebene zu beziehen. Aber du hast gesagt, es braucht Zeit, sowohl für die Organisation unter den linken Gruppen als auch sozusagen auf einer parlamentarischen Ebene. Und die hat ja nun Griechenland scheinbar gar nicht. Also mit jedem Schritt, den Europa den Griechen aufzwingt, stürzt das Land immer tiefer in die Depression. Und was man wahrnimmt, sind dann gerade noch sozusagen die eher Riot-artigen Proteste. Die Organisation kriegen wir natürlich aus der Ferne zumindest nicht so mit. Ist es das sozusagen, wenn gar keine Zeit ist, dass man, das ist eine Bewegung hin, entweder zu, ja, es muss halt sichtbarer werden, auch das wird ja diskutiert, immer wieder doch sozusagen Zeichen zu setzen mit noch militanteren Formen, oder eben, ist ja auch möglich, versinkt das sozusagen tatsächlich in einer Depression jetzt im wörtlichen Sinne. Ich erlebe zumindest, wenn ich mit Leuten spreche, dass sie ja, ziemlich desillusioniert sind und nicht wissen, wie weiter. Oder wie schätzt du das ein? Also ich schätze es gar nicht so ein. Schön. Der Faktor Zeit ist eine interessante Sache, weil ich glaube, wir sind nicht mehr in der Situation, dann können auch nochmal über, was heißt eigentlich Sieg und was heißt eigentlich Niederlage heutzutage für die Bewegung und was heißt, wir sind erfolgreich oder nicht, auch zu dem, was jetzt schon gesagt worden ist. Riots erstmal ist eine Sache, die haben wir schon gemacht. Das war 2008. Ja, das ist ein affektueller Ausbruch von Wut gewesen, von einer Sache, die ewig, auch vor der Krise in Griechenland gebrodelt hat. Ja, und ich glaube auch, das internationale Finanzsystem hat sich auch nicht umsonst Griechenland ausgesucht, und zwar, weil sie gesehen haben, dass es auch ein politisch instabiles Land. Riots waren 2008 und ich glaube, wir sind über diesen Punkt in Griechenland hinweg. Es ist nicht mehr ein affektueller Ausbruch von Wut. Ja? Der Protest ist reifer geworden. Das hat man auf dem Sindarma-Platz gesehen, wo die ganzen Leute, die gleichzeitig vielleicht Riots gemacht haben in 2008 oder um den Sindarma-Platz Riots gemacht haben, gleichzeitig in diesen Vollversammlungen gesessen sind, wo man zu Zehntausenden zusammen diskutiert hat, ja, und das Rederecht ausgelost hat. Ich glaube nicht, dass Riots der Punkt sind. Also vor allem nicht in dieser Form, wie wir es zum Beispiel in London erlebt haben. Ja. Ich glaube, wir sind da weiter. Wo sind wir aber? Und ich glaube, das eine ist, natürlich ist Erschöpfung und Enttäuschung, ich finde vor allem bei den Leuten zu sehen, die zum ersten Mal auf die Straße gehen. Und es gibt sehr viele, die zum ersten Mal auf die Straße gehen, und sagen, so, jetzt bin ich auf die Straße gegangen, so, und jetzt muss sich was ändern. So. Und das ist sozusagen der erste Affekt. Aber das, was gerade in Griechenland passiert, ist, dass sich eigentlich die ganze Gesellschaft in einen permanenten, alltäglichen Ungehorsamshaltung ist, ja, die nicht nur eben in so einem Molotow-Cocktail sichtbar wird, sondern jeden Tag sichtbar wird, weil der Alltag, wie er war, nicht mehr zu bewerkstelligen ist. Ja. Das heißt, da gibt es, finde ich, sehr viele Ebenen, ob also die Kultur des Sindarma-Platzes, ja, also die Kultur, dass wir unterhalten uns und wir organisieren uns selbst, ist diffundiert in der Gesellschaft. Du hast Nachbarschaftsinitiativen, viele Nachbarschaftsinitiativen von normalen Leuten, die organisieren, wie man zum Beispiel neue Immobilienabgabe nicht zahlt. Ja? Und die Leute, die Immobilienabgabe nicht zahlen, wie man denen den Strom wieder klandestin ranmacht. Ja, du hast im Moment eine riesige, sowieso, ich zahle nicht Bewegung. Da wird ungehorsam gemacht, jeden Tag, wenn du auf die Straße gehst und die Maut sozusagen nicht bezahlst. Ja, also es gibt eine große Bewegung, die
einfach durchgesetzt haben, dass sie viele Sachen nicht zahlen im Alltag. Ja? Es gibt im Moment Dauerstreiks, also Dauerstreiks. Es gibt die Stahlarbeiter in einem, und davon weiß man auch nichts, und das finde ich auch total wichtig, was so Vernetzung zwischen Gewerkschaften anbetrifft. Stahlarbeiterunternehmen, was seit 2,5 Monaten streikt. Die Leute, die dort arbeiten, ernähren sich nur noch über Spenden aus der Bevölkerung, aus Lebensmittelspenden und Geld. Und ich rede nicht von einem kleinen Kampf, sondern von einem Präzedenzkampf. Also von diesen Kämpfen, wo man sagt, wenn die aufgeben, sozusagen geben wir auch auf. Dauerstreiks in den Medien etc. Ich will damit sagen, Erschöpfung und Enttäuschung und so weiter ist Luxus. Das ist Luxus. Pessimismus ist Luxus. Ja? Du kannst dir nicht leisten, pessimistisch zu sein. Du machst einfach weiter, ist egal, was ist und was die Zeit anbetrifft, um zum Ende zu kommen. Du erwartest auch nicht, dass morgen, du bist auf die Straße gegangen, dass morgen die Macht gütigerweise dir ein paar Reformen schenkt. Die Zeit ist anders, sie zählt anders im Moment. Ja? Es geht darum, sozusagen eigentlich so lange zu widerstehen und das Ding irgendwie aufzuhalten, was sie auch schaffen. Übrigens in Griechenland gerade, weil sonst würde ja die Troika ganz schnell Erfolge haben, in wie sie diese Sachen durchsetzt. Die Hälfte der Sachen können ja gar nicht durchgesetzt werden, weil die Leute das einfach nicht mitmachen. Die Zeit, es geht darum, so lange das aufzustellen, bis wir so weit sind, erfunden zu haben, was wir stattdessen haben wollen. Danke dir, so schön zu hören. Auch gut zu hören, dass sozusagen Bewegungen wie wir zahlen nicht, also was heißt Bewegung? Also einfach die Praxis, dass wir zahlen nicht, die ja 2009 schon heftig losging, immer noch überlebt hat, obwohl wir manchmal davon gar nichts mehr hören. Und zu einer Basis wurde auch für Organisierungen jetzt in den Nachbarschaften. Christina, wenn wir jetzt den Blick über den Teich werfen in den USA, die Camps wurden zwar alle mehr oder weniger brutal geräumt jetzt im Winter, aber da hat ja die Organisierung doch einen langen Vorlauf und auch die Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichsten Gruppen, auch jenseits von Occupy Wall Street auf den Plätzen, ganz gut funktioniert. Wie kann man das erklären? Was war der Grund? Weil bei uns ist ja offensichtlich, naja gut, Occupy ist auch klein, aber bei uns ist das noch nicht so zu einer Konvergenz der unterschiedlichen Bewegungen gekommen. Also ich glaube, dass ein paar Faktoren sozusagen sehr wichtig sind. Das eine sind, ich habe ja, glaube ich, gestern auch schon so einige vorbereitende Kämpfe, Wisconsin und so weiter, diskutiert. Also ich glaube, was wichtig ist, dass in den USA gelungen ist mit diesem Labeling, dass wir sind die 99%, sozusagen einen Kollektivausdruck zu ermöglichen, der vielen Leuten auch aus dem Stand heraus sozusagen ermöglicht hat, ihre eigenen Lebenserfahrungen da einzusortieren. Das klingt jetzt ein bisschen blöd vielleicht, aber wir haben das in der Luxemburg, haben wir so einige dieser Ausschnitte aus der Webseite We Are the 99% abgedruckt. Ich weiß nicht, ob ihr das mal angeschaut habt. Das sind wirklich hunderte von Leuten, die einer nach dem anderen mit ihrem Foto und ihrer Kurzlebensgeschichte sagen, warum bin ich Teil dieser 99%. Und das sind Studierende mit ihren ganzen Schulden, aber das sind auch Leute, die haben Kleinunternehmen, 7 Angestellte und leben nur aus dem Second-Hand-Shop, weil überall das Geld nicht reicht. Und ich glaube, das ist ein Moment sozusagen, das recht erfolgreich war, sozusagen neue Verbindungen auch sichtbar zu machen und spürbar zu machen für die Leute, die sonst sozusagen immer so nebeneinander herlaufen, wo andauernd sozusagen die, keine Ahnung, Ivy League Studierenden, was haben die mit den Obdachlosen zu tun, die da sozusagen auf den Plätzen sozusagen plötzlich mit ihnen zusammen sozusagen diese Alltagssachen ausgehandelt haben. Aber da sind neue Verbindungen entstanden, die sozusagen neue, auch einen neuen Ausdruck gefunden haben. Ich glaube, ein anderer großer Unterschied ist, um auf die gewerkschaftlichen Sachen zurückzukommen, dass die Verbindung zu Kämpfen der Gewerkschaften, also von Gewerkschaften, sehr viel besser geklappt haben, dass sozusagen sehr spontan sozusagen zu Auseinandersetzungspunkten hin demonstriert worden ist, dass man sich gegenseitig unterstützt hat, dass die Gewerkschaft der Nurses, also der Krankenschwestern, angefangen hat, medizinische Versorgung auf den Plätzen anzubieten und so weiter. Also dass diese Verbindung erlebbarer war und sozusagen in diese Praxis eingeflossen ist. Das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt. Dann ist es natürlich so, dass in den USA
in vielen Bereichen sozusagen so eine Vororganisierung gab, sozusagen von Leuten, die Alltagsorganisierung gemacht haben, durchaus auch mit Perspektive auf gesamtgesellschaftliche Veränderungen, wo sozusagen so ein Selbstorganisierungs Wissen um wie macht man das eigentlich selbst organisieren, viel breiter verteilt ist in der Gesellschaft als, glaube ich, in vielen Bereichen in unserer Gesellschaft, weil für uns sozusagen, wir leben, finde ich, ein bisschen in der Zeit, wo sozusagen die Enttäuschung über die Großorganisationen noch vorherrscht. Das war in den USA, glaube ich, mindestens 20 Jahre früher, wenn jetzt da auch insgesamt andere Traditionen sind, aber aus dieser Enttäuschung über die Großorganisationen da sozusagen schon in den letzten 15, 20 Jahren ganz viele Strukturen entstanden sind, die sozusagen Alltagsorganisierung betrieben haben mit Leuten in der Nachbarschaft, in der Stadt, in sozusagen, also das, was unterschiedliche Communities sind, nicht nur Bereiche, sondern also Lebensviertel, sondern eben auch sozusagen kulturelle Communities oder sexuelle Zuschreibung und so weiter. Und das, glaube ich, ist eine, wie soll man sagen, so eine Organisierung, die im Untergrund gewirkt hat und von denen jetzt viele dieser Prozesse Nutzen ziehen können und die auf der anderen Seite auch wieder zurückfunktionieren. Also viele der, zumindest in einigen Städten, funktioniert sozusagen die Strategie des Occupy the Hood, also aus den Plätzen zurück in die Kieze zu gehen und dort die lokalen Punkte, an denen der Zusammenhang von Krisenauswirkungen und Alltagsleben spürbar und erkämpfbar wird, sozusagen auszumachen. Also wo ist das, das leerstehende Haus, das der Bank gehört, die den Bailout genutzt hat und die Bank, die gleichzeitig die Bewohner rausschmeißt, weil sie ihre Miete nicht mehr bezahlen können, weil sie überschuldet sind. Also an solchen Punkten sozusagen einzugreifen und konkret die Leute zu unterstützen, aber eben auch sozusagen da dran den Punkt deutlich zu machen, dass diese Sachen zusammengehören. Das, glaube ich, sind wichtige Prozesse, bei denen wir noch so ein bisschen, sozusagen, wo es bei uns so auf einem anderen Level sozusagen die ganze Organisierung noch ist und wo, wenn ich das noch ganz kurz anhängen darf an das, was Margarita jetzt gesagt hat, weil ich das am Anfang so gesagt habe mit dem Erfolg, weil ich glaube, dass das wichtig ist, sozusagen sich solche Perspektiven auch für uns klar zu machen, wie lange das zum Teil gedauert hat oder auf welchen Traditionen und selbst erfundenen Traditionen das aufbaut. Ich wollte gar nicht sagen, sozusagen, das war alles Quatsch, was die Leute gesagt haben. Ich wollte sagen, eigentlich eher, ich finde, bei uns gibt es so ein bisschen die Neigung zu sagen, ja, das hat nicht funktioniert, das hat nicht funktioniert, das hat nicht funktioniert, Latschdemos sind langweilig. Das mag sein, aber es gibt sozusagen nicht, es gibt nicht das Rezept, mit dem es plötzlich poppt. Und Latschdemos haben einen großen Vorteil, sie ermöglichen nämlich allen Leuten, sich zu beteiligen. Und die Frage sozusagen, wie transformiert man so eine Beteiligung von allen Leuten, die mit Recht, also eine Demonstration ist ein Zurückerobern des öffentlichen Raums. Ich meine, darüber reden wir jetzt hier die ganze Zeit mit den Besetzungen. Also was können wir für Strategien entwickeln, daraus auch andere Prozesse sozusagen entstehen zu lassen, die nicht von vornherein sozusagen sich auf bestimmte, wie soll ich sagen, kulturelle Vorlieben nur beziehen. Also wo Leute, die sagen, ja, ich wollte schon immer mal eine Stadt blockieren, wo ich durchaus dazugehöre, dann sagen, ja, nee, da mache ich jetzt mit. Sondern wo eben sozusagen niedrigschwelligere Möglichkeiten sind einzusteigen und dann gemeinsam neue Perspektiven zu entwickeln, was das jetzt für die eigene Lebenspraxis heißen könnte und wie man damit weiterarbeiten kann. Anna, du hast ja vorhin schon angesprochen, dass sowas zumindest teilweise auch versucht wird. Bei sozusagen Occupy the Hood haben wir ja unterschiedlichste Bewegungen, die sozusagen eher im Nahbereich arbeiten. Aber jetzt wird den Krisenprotesten fokussiert er ja ganz stark, da wir ja nun mal nicht das Zentrum der Organisation in Europa sind, auf die europäische Dimension und auf eine internationale Kooperation. Mir ist noch nicht so ganz klar geworden, wie die eigentlich aussieht und was da konkret passieren soll. Ja, also jetzt ist ja auch nochmal ein bisschen deutlich geworden, ich glaube, wir haben tatsächlich in der BRD ja auch so ein Problem damit, dass es so ein kollektives Krisenbewusstsein oder Krisengefühl oder was gibt es halt auch nicht. Also es ist, glaube ich, in anderen Ländern halt auch anders. Und also wir haben jetzt erstmal beschlossen, dass wir die Mobilisierung hin und den ganzen Prozess hin zu diesen Aktionstagen in Frankfurt potenziell als Bildungsarbeit sowohl nach innen als auch nach außen begreifen. Also für uns stehen da auch noch ganz, ganz viele Fragen offen, zu denen wir keine Position bisher haben und zu denen wir welche finden müssen. Also Frage Europa und also radikale Linke hat, also uns, wir haben Defizite in also der Auseinandersetzung um, was geht's da eigentlich für Fragen in Europa, denen wir uns stellen müssen. Was sagen wir zu Schuldenschnitten, was sagen wir zu Eurobonds, was sagen wir
zu allen möglichen. Da bedarf es halt enormer Bildungsarbeit noch nach innen und auch nach außen. Und was wir feststellen können in den Kämpfen, die gerade in Europa aufbrechen, und da ist es ja auch cool, dass wir die, und auch außerhalb von Europa, dass wir die zusammentragen können mit Leuten, die verschiedene Zugänge haben zu den verschiedenen Kämpfen, auch im Ausland, dass es schon Gemeinsamkeiten gibt. Also es gibt Gemeinsamkeiten, also darum, dass es halt eine herrschaftliche Politik gibt, die unterdrückt und die Lebens- und Arbeitszeit und Raum quasi nimmt. Und da gibt es Gemeinsamkeiten und man muss halt irgendwie gucken, wie wir die zusammenkriegen können. Und wir sind gerade dabei, über den deutschen Rahmen hinaus, also unsere Netzwerke, die es ja auch gibt, es gibt ja europäische Netzwerke, wie beispielsweise das Antira-Netzwerk, es gibt also antirassistische Netzwerke und Initiativen in Europa, es gibt das alte Euro-Mayday-Netzwerk und viele andere, die es gibt, die müssen wir wieder vielleicht auch noch mehr wieder zusammenbringen und auch wieder dynamisieren, vielleicht, dass man sich da auch gegenseitig wieder bestärken kann, auch europäische Gewerkschaftsebene, die es gibt. Also wir erhoffen uns halt, dass es schon sowas wie Synergieeffekte geben kann, gerade in der Perspektive von wir wollen ein Europa von unten, wie stellen wir uns das vor? Wir stellen uns eine Vergesellschaftung, eine basisdemokratische Vergesellschaftung von Energie, von Wohnraum, von Gesundheitsversorgung, von Arbeit vor. Also da kommen ganz viele Sachen zusammen, wo wir hoffen, dass wir darüber was bündeln können. Und derzeit gibt es also ja verschiedene Debatten rund um auch wieder neue globale Aktionstage, beispielsweise im Mai. Also im Mai jährt sich auch die Platzbesetzung in Madrid. Und derzeit gibt es ja viele Überlegungen in Spanien, in Italien, auch in Griechenland, sowas wie einen globalen Streik zu organisieren im Mai. Also da sind Daten vom 12. oder 15. Mai im Gespräch, also gerade von den Mayday-Netzwerken. Und also auch im Ausland, also jetzt gerade in Italien wird da diskutiert und es ist vieles auch noch offen, der Prozess läuft und ich denke auch das, was Margarita gesagt hat, dieser Zeitfaktor ist ganz wichtig nochmal zu benennen. Also ich war im letzten Jahr auch immer so aufgewühlt, habe gesagt, jo, es muss doch mal hier was gehen, aber ich glaube, man muss auch anerkennen, dass es alles Zeit braucht und dass Bewegungen, genau, also ja, halt Zeit braucht und man auch Zeit geben muss. Und ich denke, wir müssen jetzt mal abwarten und sind gespannt, auf was wir da vielleicht auch auf der Aktionskonferenz bündeln können, was für Leute aus dem Ausland nach Frankfurt kommen werden, was es für Ideen gibt, auch was es für Perspektiven gerade aus dem Ausland gibt, auf sowas wie europäische Krisenpolitik, Troika und EZB anzugreifen. Es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt als deutsche Linke bestimmen wollen oder sollten, was jetzt das Richtige wäre, in Europa zu tun. Ne? Also von daher hoffen wir uns, dass auf der Aktionskonferenz im Februar europäische Aktivistinnen zusammenkommen und wir gemeinsam gucken können, wo wir punktuell unsere Kräfte bündeln können und wie wir weitermachen können. Die Gewerkschaften versuchen gerade, also die GB und andere europäischen versuchen gerade irgendwie sich zusammenzuraufen, um eine Anti-Kürzungspolitik-Erklärung und gemeinsame Aktionen, wie auch immer, zu planen, ist ja immerhin schon was. Gestern waren übrigens Zehntausende aus dem öffentlichen Dienst und anderen Bereichen in Barcelona auf der Straße, um gegen Kürzungspolitiken zu demonstrieren. Also immerhin. Margarita, diese europäische Dimension, spielt die in euren Auseinandersetzungen eine Rolle, mehr als sozusagen, Europa ist scheiße, sondern wird sozusagen auch die deutsche Problematik in einer Art und Weise thematisiert, dass man sagt, ja, wie kann man eigentlich das so thematisieren, dass man nicht einfach gegeneinander gestellt wird, wie es medial ja permanent passiert? Oder ist die Debatte wirklich so stark in die Richtung, wie ich sie oft wahrnehme, Strategien weg von Europa, Austritt und ähnliche Dinge? So ein bisschen vermischte Dinge, finde ich, weil es gibt ja jetzt nicht ein Europa, ne, sondern ich glaube, es geht darum, aus welchem Europa will man raus und in welches rein. Und was die Bewegung anbetrifft,
Ist es tatsächlich so, dass die Bewegung so sehr beschäftigt ist mit diesen täglichen, wie gesagt, Auseinandersetzungen vor Ort? Also damit Streikende zu versorgen oder eben ständige Ungehorsamaktionen zu machen und durch den Alltag zu kommen oder neue Tauschmittel zu suchen oder eben von Selbstorganisation, dass die Griechen tatsächlich nicht so sehr diese Ausrichtung haben für internationale Proteste, so wie es die Spanier zum Beispiel machen. Die Spanier, finde ich, sind sehr gut, so ein Acampada-Marketing, internationales Marketing zu machen. Ne? Die machen ja auch wirklich diese Plattformen, mit denen man sich organisieren kann und so. Die Griechen sind tatsächlich zu sehr mit vor Ort beschäftigt. Und wenn man möchte, dass Griechen teilnehmen, zum Beispiel an Frankfurt oder an diesen Dingen, dann muss man denen auch wirklich einen Grund geben. Ja? Dann muss man sagen, entweder, also das letzte Mal, wo Griechen ja in Deutschland waren, war bei Heiligendamm. Und das war auch eine sehr gute Delegation. Und dort war das Ding, wir blockieren das Ding. Und das hat eine internationale Bedeutung, dass wir das blockieren. Und ich glaube, so müsste man auch damit umgehen und zu sagen, es hat eine internationale Bedeutung, dass wir die EZB in Frankfurt blockieren. Was Vernetzung anbetrifft, da gibt es, finde ich, tatsächlich sehr wenig. Und zwar unglaublich wenig. Also ich bin ja jetzt seit 2 Jahren in diesen Krisenprotesten drin und ich finde mich auf jedem Podium, das es gibt. Und ich finde es unglaublich, dass es sozusagen da nicht seit 2 Jahren eigentlich Kanäle eingelassen worden sind, wo diese Vernetzung stattfindet. Also es kommt manchmal Tsipras vorbei, der erzählt sozusagen dieses von ein anderes Europa, was es auch immer heißt. Ich finde, das ist auch sehr abstrakt immer. Und die Frage finde ich, warum haben wir es eigentlich immer noch nicht geschafft, wenn wir wirklich davon ausgehen, dass wir sagen, das, was in der EU gerade passiert, ist ein transnationaler Angriff der Herrschaft auf uns. Wenn wir sagen, der Euro ist etwas, was diese Machtpolitik nicht eben national beschränkt, sondern eben eine transnationale sozusagen Strategie ist. Wenn wir diese Analyse haben sollten, dann müssten wir ja doch wirklich ernsthaft damit anfangen müssen, auch transnational Widerstand zu leisten. Und dafür müssten wir tatsächlich Kanäle einlassen. Und ich finde, das ist nicht passiert in den letzten 2 Jahren. Und ich finde, das ist vor allem aus den Gewerkschaften natürlich nicht passiert. Und das finde ich eine der fatalsten sozusagen Geschichten. Also, dass ich zwischen Weihnachten und Silvester Verdis Solidaritätsbrief an die Gewerkschafter, die gerade im Gefängnis sitzen in Griechenland. Also es gibt ja diese Stromgewerkschafter, die von wegen ziviler Ungehorsam, also ich werde das in meinem Teach-In auch alles nochmal als Beispiele sagen, wichtige Gewerkschafter der Stromgewerkschaft haben die Rechnungsabteilung des Stromkonzerns besetzt, damit diese Rechnungsabteilung nicht Rechnungen rausschicken kann mit der neuen Immobilienabgabe. Ne? Und die sind festgenommen worden, die sitzen im Gefängnis. Da hat Verdi ein Solidaritätsschreiben geschrieben, was in meine private Mail zum Beispiel kommt, so läuft das dann. Und ich soll das übersetzen, um das an die Gewerkschaften in Griechenland zu schicken. Dann denkt man sich, kennt ihr euch nicht? Muss ich das übersetzen? Also ich denke, das gibt es ein paar Sachen, wo ich mich wundere, vielleicht kenne ich auch manche Strukturen nicht und wo ich auch denke, so weit kann das auch nicht sein. Ich denke an sehr viele deutsche Unternehmen, die in Griechenland aktiv sind. Ich denke sozusagen an die gleichen Arbeitgeber, ob Höchstief, ob Siemens, ob Mediamarkt, ob Lidl, ja. Und ich frage mich, warum es da gar keine Strategie gibt. Beziehungsweise, wenn das sozusagen nicht wichtig ist und wenn wir nicht diese Analyse haben, dass es ein transnationaler Angriff ist, dann müsste man auch nicht die ganze Zeit drüber sprechen. Das ist wirklich eine entscheidende Ebene. In Frankreich sind ja jetzt Vorwahlkampf, wenn man so will. Und genau mit diesem Thema europäische Organisierung oder europäische Demokratie mobilisiert Marine Le Pen. Und zwar mit ziemlichen massiven Rückhalt aus Umfragen. Und dann komme ich auch zu meiner letzten Frage, dann seid ihr nämlich dran. Christina, wenn die
linken Proteste entweder ins Leere laufen oder gar nicht richtig in Gang kommen. Natürlich gibt es auch die anderen, die auch mobilisieren, beziehungsweise sogar von Regierungspolitiken ausgehen, Stichwort Ungarn, aber auch andere Länder, wo es zu rassistischen Abwälzungen sozusagen der Krisenpolitiken kommt. Was steht da uns an bis hin zu sogenannten Einzeltätern wie Breivik? Kann man da schon so ein bisschen abschätzen, was auf uns zukommt? Nö. Also abschätzen ist schwierig. Ich glaube, das Problem ist ja, das zeigt sich immer wieder. Das war sozusagen, ich meine, in den USA mit der Tea Party-Bewegung oder den Tea Party-Inszenierungen sozusagen deutlich. Ich meine, das Schwierige daran sozusagen vorauszusehen ist so ein bisschen das, was nicht so leicht zu erklären ist. Also warum Leute, die mehrheitlich von den Steuersenkungen der USA profitieren, sozusagen gegen die Regierung anrennen und sagen, wir wollen unser Land zurück, mit der klar rassistischen Konnotierung, dass das von einem Schwarzen regiert wird. Aber ich glaube, das Problem ist sozusagen, dass das, was Margarita jetzt gesagt hat, dass es sozusagen wenig transnationale solidarische Organisierungsformen gibt, dass es wenig transnational überzeugende linke Politik gibt. Also auch die europäische Linke im Europaparlament ist ja irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr was Überzeugendes kennt, ist zumindest gibt es Probleme, kann man mal sagen. Und das, aber ich meine, das gilt ja für jetzt unsere Bewegung im Sinne der radikaleren Linken auch. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sozusagen eine lange Tradition erfolgreicher transnationaler Organisierung hatten. Ich meine, das, was lange Jahre jetzt gelaufen ist, Gipfelprotest, Mobilisierung im Sinne von wir fahren da zusammen irgendwo hin, ist ja noch keine international oder transnational solidarische Politikform, sondern man macht halt zusammen ein Spektakel, das hat gute Gründe, das ist auch sozusagen besser, wenn man das koordiniert macht, aber das ist keine wirkliche, sozusagen, das ist keine, wie soll man sagen, da gibt es keine richtige Basis für eine gemeinsame Strategie, würde ich jetzt also behaupten, mit Ausnahmen natürlich, sozusagen mit Organisierung entlang der Verwertungsketten, entlang sozusagen der, zum Teil im Agrarbereich und so gibt es sowas, aber ich würde sagen, es zeichnet nicht die linke Politik oder linksradikale Politik allgemein aus. Und das Problem, glaube ich, ist, wenn es kein überzeugendes Modell oder überhaupt nur ansatzweise attraktives Modell gibt, dann wird natürlich die nationale Privilegierung gegenüber anderen Konkurrenten immer ideologisch sozusagen den Vogel abschießen. Also die Frage sozusagen, wie wehrt man sich gegen die Zumutungen der neoliberalen Kapitalisierung, so dass man sozusagen nicht so tut, als ob die Globalisierung was wäre, was einem von außen aufgezwängt wird, so dass man nicht so tut, als sei das einfach ein Problem internationaler Konkurrenz, wo man sich jetzt eben, wenn die Konkurrenten geschwächt sind, selber gestärkt daraus hervorgeht. Das sind sozusagen, glaube ich, Fragen, auf die es keine wirklichen überzeugenden Antworten gibt, zumindest nicht welche, die dann relativ viele Leute kennen würden. Und genau, und dann gibt es halt diese Mitnahmeeffekte, also die Rechte in Italien tut jetzt so, als ob sie nichts zu tun gehabt hätte mit der Krise, was auch ein besonderer Witz ist, finde ich. Und machten halt, aber insgesamt machen die rechten Projekte lokale Identitäten stark oder behaupten sozusagen lokale Gemeinschaften als Opfer der Globalisierung, die dann sozusagen die Leute aufrufen, sich mit ihnen zu verbinden und zu verbünden. Und das hat immer wieder in den letzten 10, 15 Jahren ja erstaunliche Erfolge gehabt. Auch zum Teil ja mit so einem, mit der Mobilisierung von Ressentiment gegen die da oben und die da unten. Und das funktioniert sozusagen natürlich in der Krise auch. Also die da oben sind natürlich auch ein Problem offensichtlich. Und wie man das anders politisch fasst, sozusagen, das ist sozusagen die Aufgabe der Linken, würde ich sagen. Insoweit, ich kann da keine überzeugende Vorhersage machen, aber sozusagen die konzeptionellen Probleme, glaube ich, haben sich nicht so stark verändert, die müssen wir irgendwie beantworten. Doch, eine ganz kleine Frage noch an Margarita. Vielleicht kriege ich nur ganz persönlich das nicht mit, aber in Griechenland scheint mir die ganz rechte nicht besonders auffällig. Ist das so oder übersehen wir da was? Es gab leider, also es gibt da zwei Ebenen.
Die eine ist tatsächlich, seitdem die Krise ausgebrochen ist, sind auf einmal, wenn du jetzt meintest, ganz Rechte, weiß ich nicht, was du meinst, aber wir haben ja auch die Rechte in der Regierung, aber darauf komme ich noch gleich. Wenn man jetzt so Stiefel-Nazis mäßig ist, tatsächlich so, dass in der Krise sich diese Leute angerufen gefühlt haben, Antworten zu geben und in Athen es auch geschafft haben, Säuberungen anzustellen durch Gewaltanwendung in manchen Nachbarschaften. Dennoch ist es so, dass sie einen sehr, sehr kleinen Einfluss haben, weil Griechenland einfach nicht solche Tradition hat. Also es ist ja in Ungarn anders und so weiter. Es hat einfach eine linke Tradition und Stiefel-Nazis haben keine Tradition da. Und deswegen ist es nicht so einfach für die sofort, die brauchen auch Zeit, sofort Antworten auf die Krise zu geben. Was natürlich, und das ist sozusagen die Chrysia, wie wird das auf Deutsch übersetzt, goldener Morgenrot, heißen die. Das zweite ist natürlich die Laus-Partei, die sehr lange eine total marginalisierte Partei war und deren Führungsfiguren ja auch offene Antisemiten und Faschisten waren, sich jetzt ein bisschen verstecken. Und das Absurde ist ja, dass die von der neuen technokratischen Regierung in die Regierung gehoben wurden, wie es manchmal so wird mit rechtsradikalen Leuten, dass die in die Regierung gehoben werden, ohne dass sie gewählt werden, genau in solchen Krisenmomenten, um das Klima so weit wie möglich sozusagen, wie sagt man, verkrusten, so weit wie möglich unter Kontrolle zu bringen. Und das Gute aber ist, um zu sagen, warum, also es ist ein Skandal und es ist auch ein Skandal, wo sich ja auch hier der Rat, der Deutsche Judenrat zum Beispiel, sich dagegen gewehrt hat und sogar die Bild-Zeitung damit getitelt hat. Ja, auch ein Skandal, was Merkel auch lieber war als jetzt der Volksentscheid. Aber gut ist daran, dass natürlich jetzt diese Partei Verantwortung übernehmen muss für die Weiterführung der Memorandumspolitik, also für die Politik von Papademos. Das heißt, Laos wird jetzt verantwortlich für diese Kürzungspolitik. Lange war Laos eben in der Opposition und konnte so tun, als wären sie gegen das Memorandum, als wären sie gegen die Troika. Jetzt führen sie natürlich diese Politik mit und werden unpopulär. Das heißt, Laos verliert an Stimmen, sind bei 4-5% in den letzten Umfragen und das waren sie, bevor sie in der Regierung waren, nicht. Sie waren, bevor sie in der Regierung waren, bei 8%. Und das ist natürlich ein positiver Effekt.